Shalom Aleichem, guten Morgen allerseits, einen gesunden Winter, sollen alle bleiben gesund und stark. Der alte Rebbe, der erste Lubavitcher Rebbe, hat gelernt, zusammen mit Rebbe Avrom HaMalach. Avrom HaMalach war, Malach heißt Engel. Engel. Also der alte Rebbe hat gelernt mit einem Mensch. Sein Name war Avrom, der Engel. Ja. Warum hat man ihn genannt Avrom, der Engel? Mhm. Weil er war ein heiliger Mensch. Die weltlichen Sachen haben ihn nicht interessiert. Der wollte nur lernen, beten, Wohltätigkeit machen. Er war mit Hashem verbunden so. Und jeden Tag hat der alte Rebbe mit Avrom, der Engel, zusammen haben gesessen und gelernt. Paar Stunden. Auf dem Tisch war ein Uhr. Und diese Uhr hat man von Zeit zu Zeit geguckt, hat man gelernt, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden. Der alte Rebbe, was hat er gemacht? Wenn Rebbe Avrom HaMalach war stark vertieft beim Lernen, er hat genommen dem Uhr und er hat gedreht die Stunden zurück. Auf zurück, ja, zurück 2 Stunden, zurück 1 Stunde. Warum? Soll er mit ihm mehr lernen. Und er sagt, dass diese Stunden, wo die beiden haben gelernt, bei dem Uhr, wo es war, zurückgestellt, hat sehr süß geschmeckt, weil es steht geschrieben, mein Gnuvim im Toku. Gestohlenes Wasser sind süß. Also diese, so steht geschrieben. Gestohlene Wasser sind süß. Und gerade diese Stunden, wo hat er von ihm sozusagen geklaut, das war Amachaye, das war Naches, das war Freude, das war Vergnügen, das war sehr, sehr gut. Gut, ein Tag, die beiden sitzen und lernen Teure. Und die Rebbezen zu Hause hat gemacht frische Begelach. Frische Begelach. Und die Begelach riechen gut, sehr gut. Und der alte Rebbe hat gesehen, dass Rebbe Avrom HaMalach, der Engel, ist schon bald im Himmel. Also er fliegt in den Himmel, er ist nicht mehr da in dieser Welt. Er hat genommen einen Begel. Und er hat das geschmiert mit Butter, also er hat gelegt auf dem Begel viel Butter und er hat ihm gegeben und er sagt, Nadir, ess. Und Rebbe Avrom HaMalach hat gegessen den Begel und den Butter und seine Neshome ist nicht weggeflogen, sie ist geblieben in dem Körper und sie konnten weiter sitzen und lernen. Okay, was will man hier in die Geschichte sagen? Es gibt Menschen, sie glauben, in dieser Welt muss man den Körper vernachlässigen. Vernachlässigen bedeutet, dem Körper nicht geben zu essen und nicht geben zu trinken und nicht geben das, was er braucht. Sie wollen heilig sein. Aber Gott braucht keinen Engel. Engel hat er genug im Himmel. Tiere, Behemes, hat er auch genug in die Erde. Was will Gott? Gott will, soll ein Mensch beide sein. Ein Mensch soll sein, ein Stückel Engel und ein Stückel Mensch. Also soll er verbinden die beiden Seiten. Was heißt das? Soll man nicht vergessen am Leben von Zeit zu essen ein Begel mit der Butter. Ein Begel mit Butter bleiben auf der Erde. Was heißt das? Es gibt in dieser Welt Genuss. 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 Genossen. Vergnügen. Vergnügen. Ein Genuss. Ein Genuss bedeutet eine körperliche Freude. Wenn ein Mensch macht etwas, was schmeckt ihm, will er in dieser Welt mehr bleiben. Wenn ein Mensch hat in dieser Welt keine Freude, keinen Geschmack, kein Vergnügen, will er in den Himmel. Also er will zurück in den Himmel.
Was muss man machen? Ganz richtig. Muss man essen? Gute Sachen. Gute Sachen. Bagel mit Butter. Es ist nur ein Symbol. Ja. Das Symbol ist, soll man auch nicht vernachlässigen, dem Vergnügen, was gibt in dieser Welt. Verstanden? Ja. Gut. Erzählen wir weiter. Ein Tag, der Rebbe Rajatz, Rebbe Yosef Yitzchok, ist gekommen zu seinem Vater, Rebbe Rashab, er war 4 Jahre alt. Und er hat gesagt, Papa, warum hat Hashem gegeben die Menschen 2 Augen? Warum 2 Augen? Warum hat er gegeben 2 Augen? Sagt der Papa, es gibt Sachen in dieser Welt, was muss man gucken mit dem rechten Auge? Und es gibt Sachen, was muss man gucken mit dem linken Auge? Sachen von Gott, Sidur, Gebetsbuch, Torah, Mitzwes, gute Taten, andere Menschen. Also das alles gucken mit dem rechten Auge. Sachen von dieser Welt, Spielzeuge, Bonbon, Eis, Spielsachen von Kindern, Spielerei, diese weltlichen Sachen mit linke Auge. Was heißt das? Linke Auge bedeutet mit Disziplin, ein bisschen. Und rechte Auge bedeutet viel. Sachen von Gott, lieben, viel, lernen, bilden, steigen, hervorheben. Und Sachen von dieser Welt soll man gucken mit linkem Auge. Jetzt. Man kann auch auf Menschen gucken mit beiden Augen. Wenn du guckst auf einen Mensch, auf seine guten Sachen, wenn du hast ihn lieb, der andere Mensch gefällt dir, wie guckst du auf ihn? Mit dem rechten Auge. Du siehst bei ihm die guten Sachen, die feinen Sachen, die schönen Sachen, die sonnigen Sachen, die hellen Sachen, die feinen. Also du siehst beim anderen Mensch, wenn du ihn liebst, guckst du mit dem rechten Auge. Aber wenn du dem anderen Mensch nicht liebst, wie guckst du auf ihn? Link. Du guckst auf ihn mit dem linken Auge, mit Kritik, mit anderen. Das heißt, ein Mensch entscheidet, mit welchem Auge soll er gucken. Was heißt das? Sachen von Gott soll man gucken mit rechtem Auge. Sachen von sich selbst, von mir, gucken mit der linken. Also ein Mensch soll sich selbst besser sein. Nicht denken, ich bin groß, ich bin was Besonderes. Er ist groß, er ist stark, er ist gut. Ich bin schwach, ich bin klein. Ich muss mich noch verbessern. Also was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt 2 Punkte. Erster Punkt war, man kann nicht von dieser Welt weglaufen und werden ein Heiliger, ein Zadik, um zu vernachlässigen alle weltlichen Sachen. Ich brauche nicht mehr essen und trinken. Ich bin satt von Gott. Das ist schön. Aber das ist nicht das, was Gott will. Gott will, soll ein Mensch soll genießen von Bagel und mit Butter. Gott will, soll der Mensch noch Geschmack haben in dieser Welt. Wenn ein Mensch hat Geschmack in dieser Welt, bedankt er Gott für diese Welt. Wenn ein Mensch hat keinen Geschmack mehr für diese Welt, dann wozu, wofür hat Gott geschafft eine Welt? Oh, Augustinstadt. Das ist sehr gut. Shalom Aleichem. Das ist mein Zadik, dem Sohn. So. Der beste Sohn. Der beste. Zevi. Das ist der beste Sohn. Nein, er muss gehen nach Hause, er braucht Schlüssel. Ach so, Schlüssel. Sei gesund. Tavikos meint das, Emitzo. Sehr angenehm. Ja. Das ist der Sohn. Старшая дочка замужем, а это младший. Шама-шама, Баарон, Амара. У него 6 детей.
Жене запрещено аборты делать, понятно вам? Откуда знаешь, кто бы аборты делал? Я не знаю, нам не запрещено. А ведь запрещено. Их обязательно со спортом махать взялся. Жалуй, я? Вас, вас. Вот дайте спросить. Ничего не спросить, что такое у вас? Guck mal, wir fragen ihn, was passiert, wenn ein Mensch hat keine Lust in dieser Welt, mehr Spaß am Leben? Was muss er essen? Was hat Reb Avrom HaMalach gegessen? Bagel mit Butter. Der hat so Bagels genommen und er hat auf Butter geschmiert und dann hat er gegessen und dann ist seine Seele wieder runtergekommen. Dann ist seine Seele runtergekommen. Und warum, gibt es zwei Augen? Warum gibt es zwei Augen? Zwei Weißt du nicht? Was soll man gucken mit dem rechten Auge? Das rechte Auge ist streng und linke Auge ist angenehm, also mekarevet. Mit dem rechten Auge soll man gucken, nee, und mit dem linken soll man sich entfernen. Sehr gut, sei gesund, mein Lieber. Das ist, Sie haben sehr gut. Soll er Masel haben, soll er oben Glück. Gut. Amen, amen, amen. Alle Kinder sollen sein gesund. Ja. Und jetzt kommt eine dritte und letzte Geschichte. Es war eine Familie in England. In England, in London. Vater, Mutter und Tochter. Die Tochter sehr klug, sehr intelligent, aber nicht so schön. Nicht so schön. Und es war alles gut und fein, bis sie musste heiraten. Also sie ist schon geworden alt und kein Mann will sie nicht, nicht genug schön. Ja. Und die Eltern haben nicht gewusst, was zu tun. Gut. Die Eltern sind gefahren mit der Tochter zu Lubavitcher Rebbe in New York und haben gesagt, Rebbe, helf uns. Was sollen wir machen? Es ist ein gutes Mädel. Gute Bi... Braucht man nicht, jeder versteht. Und sie übersetzt sowieso zum Schluss. Gute Bildung, gute Mädel, gutes Herz, aber nicht genug Krasavitzer. Nicht genug. Und Männer gucken sehr stark mit den Augen auf die Verpackung. Sie gucken auf die Äußerlichkeit. Zu viel. Und zu viel, ja, das ist Natur, was soll man machen? Nur wenn man kriegt Zechel, guckt man auf danach noch mehr. Dass man hat auch gutes Herz und noch andere Talente. Der Rebbe hat gesagt, flieg nach Israel und dort wird man finden für die Mädel, ein Mann. Und die Eltern haben gesagt, aber wo in Israel? Israel ist groß. Sagt der Rebbe, fahr nach Kfar Chabad, das ist nicht weit von Tel Aviv, und dort wird er finden den Mann. Und die Eltern sagen, ja, aber in Kfar Chabad, mit wem müssen wir reden? Sagt der Rebbe, mit Susie Walimowski, der Partisan. Also, es war in Kfar Chabad, Ayid, der ist Reb Susie Walimowski. Und Reb Susie Walimowski war im Zweiten Weltkrieg ein Partisan. Partisan. Und später ist er geworden ein großer Chosid vom Rebbe. Und er hat gesagt, geht zu Reb Susie Walimowski und er wird euch helfen. Gut, haben sie gleich bestellt Karte, Billetten und alle geflogen nach Israel, nach Kfar Chabad. Und sie kommen nach, und sie fragen, wo ist Reb Susie Walimowski? Sie haben gesagt, er ist in die Yeshiva. Er ist dort beim Beten. Gut, sie kommen zu ihm. Shalom Aleichem, Aleichem Shalom. Was sucht ihr? Der Rebbe hat zu dir geschickt, das ist unsere Tochter. Und wir brauchen für diese Tochter einen Mann. Reb Susie sagt, oh, Azoi. Ihr sucht einen Mann, macht das so. Plötzlich kommt da raus eine Junge, sagt Reb Susie, das ist der Mann. Das ist der Mann. Komm, komm, komm. Er ruft der Mann, sagt er, wie heißt du?
Sagt er Moishe. Familiennamen Edrei. Sagt Moishe, Moishe, das ist dein Kalle. Das ist deine Frau. Ja, der Rebbe hat gesagt, du sollst mit ihr heiraten. Finito la Commedia, Shabbat Shalom, ihr sollt heiraten. Der Moishe hat gesagt, zu Reb Zusha Walimowski, der Partisan, wenn der Rebbe hat gesagt, muss ich folgen. Und die beiden haben geheiratet und sie haben 10 Kinder. 10 Kinder. Das ist nicht so viel. Die beiden haben geheiratet, sie haben 10 Kinder. Eine von den Kindern, Levi Yitzchok, war bei mir im Zimmer, im Internat. Also wir waren zusammen im Internat, in Kfar Chabad. Und diese Geschichte ist Wahrheit. Also das ist nicht Geschichte jetzt vor... Это реально, практика, правда. Правда, правда, о, не правда, как в Русланд. Правда, правда, не Zeitung правда. Also, das ist Wahrheit, das habe ich selbst erlebt. Und deshalb haben wir heute 3 chassidische Punkte gelernt. 1, Bagel mit Butter. 2, warum braucht man 2 Augen? 3, wenn der Rebbe sagt, muss man folgen. Warum? Wenig denken ist manchmal besser als zu viel. Es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben überlegen sie. Bis sie überlegen, das Leben ist vorbei. Das Leben ist schon vorbei. Und bis sie treffen eine Entscheidung, ist das ganz, manchmal, wenn der Rebbe sagt, das muss man sofort machen. Ich wünsche euch alle einen gesunden Winter. Mein Vater immer hat gesagt, weil der Rebbe sagt, muss man sagen. Dein Vater hat gesagt, wenn der Rebbe sagt, muss man machen. Ja. Stimmt, dein Vater war ein kluger Mensch. Ja, danke. Gut, bleib alle gesund und stark. Und der Rebbe soll euch geben Glück, Freude und viel Bagel und Butter am Leben und gute Augen. Und Gesundheit. Wenn man hat gute Augen, ist man schon gesund. Und wenn man kann essen Bagel mit Butter, ist man sowieso gesund. Das ist das Haupt. Gute Augen. Also gute Augen ist sehr wichtig, weil da sieht man die Welt auch besser. Bleib gesund. Toda raba. Toda raba. Danke.